So, du biegst ab, das ist sehr gut. Anhalter, nein, die wollen wir nicht mitnehmen. Gruselig. So, geht's Luis. Yes. Ja gut, bisschen Piano. Die Strecke kenne ich ja gar nicht. Oh, Kopfsteinpflaster. 911 Meter über Null. Und auf 911 Meter sage ich herzlich willkommen zu dem Video auf dem Kopfsteinpflaster. Gott sei Dank regnet es nieder. 916, zweite Kurve, sehr gut. Auf alle Fälle, Freunde, willkommen zu dem Video. Wir sind heute in Slowenien unterwegs. Im letzten Video oder in einem von den letzteren Videos waren wir in Italien unterwegs, spontanes Wochenende. Genau das gleiche machen wir heute, auch in Slowenien. Heute ist Freitag, wir sind dort angekommen. Wir von morgen, Mittag, Vormittag, Nachmittag fahren wir schon wieder heim. Wir bleiben hier nur eine Nacht. Geht das denn? Ja. Geil. Wenn ich halt nur die Strecke kennen würde. Egal. Wir bleiben heute nur eine Nacht hier. Heute ist Freitag. Morgen Vormittag fahren wir schon wieder heim. Ist Samstag. Wir befinden uns gerade auf dem Weg zu einem Sattel, Bergsattel auf dem Berg. Passstraße wollen wir jetzt fahren. Max ist mit dabei. Tommy wäre dabei gewesen. Der hat aber spontan leider absagen müssen, weil ihm privat was dazwischen gekommen ist. Jetzt ist der Maxel und ich sind jetzt hier und schauen uns mal das allererste Mal Slowenien an. Aber wie gesagt, bisschen Piano. Das allererste Mal, dass ich hier die Strecke fahre. Oida, oida! 1047. Oida. Genau, ja, Slowenien, das allererste Mal, dass ich hier bin. Ich glaube, dass auch Slowenien wie in Italien vielleicht zum Motorradfahren ein bisschen unterschätzt wird, glaube ich, weil Slowenien habe ich sonst relativ selten irgendwas gehört, dass da schön sein soll zum Motorradfahren. Aber ich muss ehrlich sagen, für den Beginn jetzt hier ist schon mal vielversprechend. Gefällt mir jetzt schon richtig, richtig gut. Schauen wir mal, was der Weg sonst Neues zu bieten hat. Merci. Ja, jetzt pass Obacht. Lass mich doch hier mal was checken. Merci. Wetter passt, Gott sei Dank, zum Glück auch. In Italien haben wir leider nicht so viel Glück gehabt mit dem Wetter. Aber es ist geil. Es ist geil, geil, geil. Räder. Geil. Alter, ich bin schon wieder mega hyped. Allein schon, dass ich hier bin mit dem Motorrad, so eine Strecke vor, das ist Urlaub. Purer Urlaub. Uff, uff, uff. Und morgen haben wir vielleicht noch geplant, noch einen anderen Pass zum Fahren. Oder heute vielleicht später, keine Ahnung. Da schauen wir einfach mal spontan, wie uns das mit der Zeit ausgeht. Wir haben es nämlich schon 3-2 Stunden vor mir jetzt einfach zum Sattel. Und lassen wir uns einfach mal überraschen. Oida. Ja, moin. Oh, leck. Bodenwellen vom Allerfeinsten, ey. Oida. So, und wo haben wir jetzt da? Ach, ich kann den Namen nicht aussprechen. Füsitsch? Keine Ahnung. Aber von dem habe ich auch was gehört gehabt. Es ist, ja. Ich muss unbedingt viel öfters einmal wegfahren. Sowas kann man sich nicht entgehen lassen. Schön. Kehre 43, 940 Meter. Ja, moin. Geil. Trenta im Soccer-Tal. Ich habe mir auch sagen lassen, dass das Soccer-Tal recht schön sein soll. Ja, komm, drauf. Ja, wenn der schläft, was willst du machen, Alter? Was willst du machen? Ja, ist schon eine heftige Landschaft. Links und rechts die Berge durchs Tal durch. Ist schon geil. Ist schon geil. Servus. Was ich auch recht cool finde, wir haben im Auto mit dem Anhänger aber jetzt 3 Stunden gefahren. Servus. Wir werden jetzt 3 Stunden gefahren und schon haben wir wieder mehr oder weniger in einer komplett anderen Welt. Das ist richtig geil. So, 45 Minuten später. Wir haben noch kurz, Alter, was ist denn das? Wir haben noch kurz stehen bleiben müssen, weil der Max seine Schutzblechschrauben nachziehen hat müssen, weil die locker geworden haben. Eure Festung. So, so. Oh, da waren Stollen. Auf alle Fälle, wir fahren jetzt nur eine Dreiviertelstunde, dann sind wir am Sattel, Oman. Und für euch wird wahrscheinlich hier ein Cut kommen.
Oder ist er? So, Maut, 10 Euro pro Moped. Uns ist aber gesagt worden, dass der letzte Kilometer oder die letzten paar Kilometer gesperrt sind. Ja, da schauen wir mal. Okay. Strecken, die man nicht kennt. Ja, moin, muss ich meine Brille absetzen. Hihihi, lul. Geil. Ja doch, landschaftlich, doch, ist schon geil. Und um Tunnel. Rosa. Servus. Servus, bleib auf deiner Spur vielleicht, ha? Merci. Schaut euch mal den Ausblick da oben. Boah, ist das krass. Und der nächste Tunnel. Ist das geil. Solche Strecken liebe ich hier. Brutal. Alter, es ist so geil. Es ist richtig. Ja, ist aber auch eine Stichstraße. Alter, jetzt hört es wie fast grüßen. Was ist da so weit umgegangen ist. Na, ist eine Stichstraße, das heißt, den gleichen Weg später wieder retour. Oh, Schotter. Ja, Alter. Da geht's schon weit, Obi. Wenn es die da oben lässt. So, wir sind da. Ja, die Straße da normalerweise da um man weitergeht. Würde einen Kreis machen, aber die von der Maut unten am Zock, dass die gesperrt ist, schaut eigentlich. Aber wird vermutlich nicht das letzte Mal sein, wo wir hier haben. Normalerweise, dass die Straße noch weiter aufgehen, ist aber gesperrt. Oh. Tragisch, ja. Egal, Leute, mit dieser schönen Aussicht verabschiede ich mich für dieses Video. Stopp, wir haben ja noch was vor. Zweiter Tag. So, liebe Leute, nächster Tag, heute Samstag. Heute fahren wir heim. Aber bevor wir heimfahren, fahren wir jetzt noch 10 Minuten zu einem anderen Pass hin, weil ich da nämlich etwas gesehen habe, was ich mir gerne noch anschauen wollen würde. Ein Relikt aus vergangener Zeit. Was das ist, seht ihr gleich. Ah, Austria. Nein, ich glaube, der ist nicht mehr da. Doch, da ist er. Ja, moin. Es ist halt einfach ein T34. Der wäre was für einen Garten. Ja. Bist du echt? Ja. Now that's a lot of damage. Massiv, ja, sehr massiv. Dieser Panzer ist ein Mahnmal. Kalter Krieg, ja. Krieg. Kalter Krieg. T-34-85 als Mahnmal für den Krieg ist schon ein fettes Teil. Vom vierten im ersten Gang, weil es so steil ist. Ja, geleck. Und dann war es das auch mit Slowenien 2023, das allererste Mal, dass ich hier war. Ja, es waren halt nur 2 Tage. Heute, gestern, heute nur kurz. Bestimmt nicht das letzte Mal. Und mit der Aussicht sage ich bis zum nächsten Video. Jetzt wirklich, Video ist Ende. In Hamburg sagt man Tschüss. Wir haben aber nicht in Hamburg. Oh. Geil. Oh.